Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, ihr seht richtig, es ist wieder eine Fashion Haul und diesmal eine XXL. Denn ich hatte Geburtstag und ich war in London und ja, da habe ich mir mal wieder richtig viel gegönnt. Und das wollte ich euch natürlich wieder nicht vorenthalten. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich euch noch ganz kurz was sagen. Und zwar, ich habe so viel geshoppt und ich muss es wirklich splitten. Das heißt, es gibt zwei XXL Try-On Fashion Hauls für euch. Heute kommt der erste Teil und nächste Woche Samstag der zweite Teil. Weil sonst würde dieses Video, ich glaube, da ich auch immer so einen krassen Laberflash habe, mindestens eine halbe Stunde gehen. Und ich glaube, kein Mensch will so ein langes Video angucken. Wir fangen heute an mit H&M Stradivarius. Pimki, eine No-Name-Marke und Primark. Und ja, wir fangen jetzt direkt an mit H&M. Jetzt fangen wir mit dem ersten Stück an, was ich mir bei H&M gekauft habe. Das ist diese Hose hier und was ganz besonders an der Hose ist, dass sie komplett mit Perlen besetzt ist. Hier unten, was ich eigentlich gar nicht so schlimm fand, ich dachte am Anfang, das stört mich ein bisschen, sie ist nicht komplett schmal unten, aber mit Sneakers jetzt gerade im Sommer, wenn man im Sommer Jeans anziehen kann, ja kann man, sieht es ziemlich cool aus. Und was zu dieser Hose auch noch spricht, ist, ich war vor, glaube, anderthalb Wochen im H&M und da hat sie einfach noch 60 Euro gekostet. Und ich habe sie jetzt für schlappe 15 Euro ergattert. Jetzt kommen wir zu einem T-Shirt und ich muss sagen, ich habe nicht oft irgendwie so Basic-T-Shirts. Also Basic ja, aber nicht mit einem Schriftzug oder so drauf. Und da bin ich auch fündig geworden bei H&M. Das habe ich in der Größe M mitgenommen, weil ich das einfach cool fand. Rot, ihr werdet es bei ein paar Artikeln heute noch merken, dass ich jetzt auf einmal voll auf dem Rot-Trip bin. Ja, da ist ein kleiner großer Bär drauf und ich fand es einfach mega cool und es hat 10 Euro gekostet. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Schnäppchen und meinem absoluten Lieblingspulli jetzt gerade. Und zwar, ich war im H&M und da hat eine Frau den Pulli so rausgeholt und der war auch im Sale. Und da dachte ich mir, oh, der sieht ganz schnieke aus. Und dann habe ich gesehen, dass es den leider nur noch in L gab. Aber egal, ich habe ihn mitgenommen, weil ich habe ja wie gesagt schon gesagt, dass ich sehr auf Oversize stehe. Und das handelt sich um diesen hier. Der ist in der Farbe Orange und habe ihn leider nur noch in L bekommen. Was ich an dem Pulli so mega geil finde, sind diese riesen Ballonärmel. Und gerade wenn man jetzt so ein bisschen für den Frühling einfach peppige Farben hat, stehe ich total drauf. Der hat mal 25 Euro gekostet und ich habe ihn für 12 Euro mitgenommen. Jetzt kommen wir zu einem Stück. Ja, da habe ich auch lange überlegt, ob ich mir den kaufen soll und der war auch im Sale. Leute, ich hoffe, die Sachen gibt's noch. Also das war jetzt echt nur vor ein paar Wochen. Und der ist auch von H&M und ich wollte schon lange so einen Teddymantel. Und ich konnte mich zwischen zwei nicht entscheiden, aber die Entscheidung wurde mir genommen, weil es den anderen dann gar nicht mehr gab. Und deswegen habe ich mich für diesen kuscheligen Teddymantel entschieden. Der ist nicht komplett weiß, sondern in so einem beige und hey Leute, ich sag's euch, der ist so schön warm und sieht einfach richtig cool aus. Den glaube ich, also ich habe jetzt leider kein Schild mehr dran, weil ich den schon getragen habe. Der hat glaube mal 70 Euro gekostet und ich habe ihn jetzt für 20 bekommen. So, das war's auch schon mit meiner Ausbeute von H&M. Und jetzt war ich ja in London und Stradivarius liebe ich. Schade, dass es den Laden nicht hier gibt, aber ihr könnt auf jeden Fall auch online bestellen. Und da bin ich auch ein bisschen fündig geworden. Und zwar habe ich mir auch im Sale diesen weißen Pulli mitgenommen. Der ist ziemlich dick, was ich jetzt für die kalten Wintertage, die jetzt gerade wieder einbrechen, geholt habe. Hier oben könnt ihr sehen, dass der so ein bisschen geflochten ist, was ich sehr schön finde. Und wenn man dann eine süße Kette oder so dazu anzieht, fand ich den richtig schön. Und ich glaube, der hat von 20 Euro nur noch 10 Euro gekostet. Da ich ja hoffe, dass der Frühling und der Sommer jetzt langsam mal eintritt, habe ich mir schon was Frühlings-Sommerhaftes gekauft.
Und zwar, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich den so mega schön finde, aber es handelt sich um diesen Blumenrock und er ist so wunderschön. Also ihr seht es ja auch gleich eingeblendet, der fällt richtig, richtig schön. Und was auch das Coole ist, er hat hier oben wie einen kleinen Gürtel, den ihr oben zumachen könnt. Dann könnt ihr einen coolen Pulli reinstecken, im Frühling eventuell noch mit einer Strumpfhose anziehen und dann im Sommer ohne Strumpfhose und jetzt für den Frühling noch mit Stiefeln. Das, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Ja, der war, glaube ich, gar nicht mal so billig. Ich glaube, der hat 24 € gekostet. Jetzt kommen wir zu dem letzten Teil, was ich mir bei Stradivarius gekauft habe. War nämlich auch im Sale. Und es fand ich ganz stylisch. Und zwar handelt es sich um ein T-Shirt, würde ich sagen, nur ein bisschen dickerer Stoff. Und was ich an dem T-Shirt so gut finde, sind diese Nadelstreifen da. Und ja, an den Seiten hat es dann auch hier noch so Perlen, was ich jetzt persönlich nicht so schön finde, aber ich denke mal, dass man die rausmachen kann. Aber zu einer weißen Hose, jetzt gerade für den Frühling und coolen Boots, fand ich das mega cool. Und ich glaube, es war auf 10 € reduziert. Jetzt kommen wir zu Pimkie und ihr seht, ich versuche es schon ein bisschen schnell zu machen, dass dieses Video nicht ewig wird. Bei Pimkie habe ich mir nur eine Sache gekauft und zwar einen Blazer und ich bin schon so lange auf der Suche nach diesem Muster. Falls ihr meine letzte Try-on-Fashion-Haul noch nicht gesehen habt, da habe ich in dem Muster, ich komme gleich dazu, welches Muster es ist, die Hose dazu gehabt. Und jetzt habe ich endlich den passenden Blazer dazu gefunden. Es ist mega schwer, es gibt gerade überall, auch bei Zara, dieses Muster, aber nicht so genau, wie ich es haben wollte. Deswegen habe ich jetzt diesen hier gekauft. Der ist von Pimkie, wie gesagt. Und den fand ich richtig schön mit diesen schwarzen Knöpfen hier unten. Und dazu einfach eine mega coole Hose anziehen und einen geilen Pulli oder so. Und dann diesen Blazer drüber. I'm in love. Der hat 39,99 € gekostet. Und ich habe ihn jetzt in S mitgenommen. Und kleiner Tipp, wenn man sich bei Pimkie eine Rabattkarte oder sozusagen sich da anmeldet, dann bekommt man 10% Rabatt. Deswegen hat der auch nur noch, glaube ich, 37 gekostet anstatt 40. Aber ja, ich sag mal, man muss sparen, wo man sparen kann. Jetzt kommen wir zu dem Kleidungsstück, was ich mir bei diesem No-Name-Laden gekauft habe. Übrigens, falls ihr aus der Region kommt, ich war nämlich in Stuttgart shoppen und da ist dieser No-Name-Laden im Milaneo. By the way. Ja, ich war auf der Suche nach einem roten Mantel. Ich habe euch ja eben schon bei H&M gesagt, dass ich zurzeit sehr auf Rot stehe. Und ich war bei Zara und allem drum und dran, aber ich habe irgendwie keinen geilen roten Mantel gesehen. Und da ich auch schon relativ viel Geld ausgegeben habe, dachte ich mir, ach komm, der tut's für den Anfang auch. Und den finde ich so geil jetzt. Und zwar handelt es sich um diesen hier. Und der hat vorne wie so einen Wasserfallausschnitt oder wie man das bezeichnet. Und ja, der hat hier hinten auch noch eine Schnürung, das heißt, ihr könnt den vorne richtig cool zumachen. Was mir manchmal ein bisschen schwerfällt, so Mantel zuzumachen, weil ich finde, dann sieht der mal gleich aus wie ein Bademantel. Aber ich habe mich komplett in diese Farbe verliebt, weil das ist richtig so ein knalliges Rot. Und bei den anderen war das eher ein bisschen so ins Orangelichere und ich wollte, wie gesagt, dieses knallige Rot. Und das Beste an diesem Mantel ist, dass der einfach sage und schreibe nur 14,99 € gekostet hat. Jetzt kommen wir zum Schluss und nein, es sind nicht nur zwei, drei Artikel, sondern, oh Gott, ich habe Angst, aber egal, es handelt sich um Primark. Ja, auch da war ich shoppen. Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr viel dort zu kaufen, aber irgendein Scheiß findet man da immer. Und so bin ich auch fündig geworden und bla bla. Wir fangen jetzt direkt an mit dem ersten Teil, was ich mir bei Primark mitgenommen habe. Und es handelt sich um diese mega coole Culotte-Hose, habe ich jetzt erfahren, dass das so heißt. Ja, ich finde sie einfach mega bequem. Sie sieht stylisch aus. Ich hatte sie auch schon zum Feiern an. Ich habe einfach Boots angezogen und das Oberteil, was ich euch jetzt gleich noch dazu zeige. Und ich fand, es sah richtig gut aus. Ich glaube, da das Preisschild nicht mehr dran ist, die hat 15 € gekostet. Und das finde ich voll in Ordnung für diese mega coole Hose. Jetzt kommen wir auch zu diesem Oberteil, was ich in Kombi mit der Hose angehabt habe. Und das ist dieses gute Schmuckstück. Das fand ich einfach richtig cool, weil erstens sitzt sie schulterfrei und was ich ganz besonders an dieser Bluse finde, ist, dass sie wieder diese Trompetenärmel hat oder Ballonärmel.
keine Ahnung, wie man das nennt, könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Das habe ich in der Größe, ich habe es ein bisschen größer mitgenommen, weil ich muss ehrlich sagen, dass mir das manchmal dann hier so einschnürt und ich wollte es einfach locker haben. In der Größe 38 und ich glaube, das hat 8 Euro gekostet. Jetzt kommen wir zu so einer ähnlichen Hose, aber die ist komplett schwarz und die ist auch so geschnitten wie die andere. Nur, dass die, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ein bisschen lackiger ist, aber sehr luftig. Und ja, das ist so ein bisschen gerippt. Ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt in der Kamera. Die fand ich auf jeden Fall auch mega, mega schön und die hat auch nur 15 Euro gekostet. Dann waren noch zwei Jacken im Sale und da konnte ich natürlich auch nicht wieder dran vorbeigehen. Wer hätte es gedacht? Die erste, da war ich mir ein... Ui, jetzt kam es gerade so hoch. Die erste habe ich mir diese ausgesucht. Am Anfang war ich mir nicht so wirklich sicher, ob ich sie mitnehmen soll, aber Leute, die sieht getragen, wenn du ein cooles Outfit dazu hast, richtig gut aus. Und es ist natürlich wieder rot. Die hat einfach nur sage und schreibe 15 Euro gekostet und ich habe mich schon verliebt. Dann kommen wir zu meiner nächsten Jacke und das ist diese hier. Fand ich auch richtig cool, wie ich ja schon gesagt habe, ich stehe so leicht auf dieses Muster. Und bei dem fand ich jetzt auch noch cool bei der Jacke, dass sie noch rot drin hat. Ihr wisst ja, rot. I love it. Und die habe ich in Größe M genommen, weil es gab keine kleinere mehr. Aber wie gesagt, ich mag Oversize. Und die finde ich auch richtig cool, wenn man die zu geilen Boots und so kombiniert. Und die hat auch einfach nur noch 15 Euro gekostet. Jetzt kommen wir noch zu den Accessoires, die ich mir mitgenommen habe. Und zum einen habe ich mir die hier mitgenommen. Die haben 11 Euro gekostet und die fand ich einfach schnuckelig, sage ich mal. Die kann man gut zu einem Kleid jetzt im Frühling anziehen. Und ja, bei Weiß kann man nie was falsch machen. Nun kommen wir im Schnelldurchlauf, weil ich merke, ich laber wieder zu viel. Meine Taschen, die ich auch von dort mitgenommen habe. Und zum ersten handelt es sich um diese rote Tasche, wer hätte es gedacht. Fand ich richtig schön, vor allem auch mit diesem goldenen Ring. Ich stehe ja eher auf Gold als auf Silber. Und die habe ich einmal mitgenommen, die hat 11 Euro gekostet. Dann habe ich mir diese wunderschöne Tasche mitgenommen. Die ist in so einem Grau und hier so ein bisschen Samt. Und auch wieder einen goldenen Henkel. Man könnte die auch so tragen. Die hat 14 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch die in Schwarz geholt. Das ist genau die gleiche wie in Rot. Und ja, die sieht schon ein bisschen gebraucht aus, weil ich die schon so oft benutzt habe. Und die hat einfach auch nur 10 Euro gekostet. Jetzt kommen wir noch zu einem Gürtel, der gerade überall so gehypt ist. Und bei H&M war der leider schon ausverkauft. Aber das ist dieser hier und den fand ich richtig schön. Den gab es leider nur noch in M, deswegen muss ich ihn ein bisschen kürzen lassen. Aber den fand ich jetzt auch richtig stylisch. Und das gute Ding hat 4 Euro gekostet. Dann habe ich einen neuen Job angenommen und zwar als Lokomotivführer. Nein, Spaß. Ich habe noch die Mütze mitgenommen. Irgendwie jeder Blogger und was ist ich, trägt die derzeit. Und irgendwie finde ich, sie steht mir, aber irgendwie finde ich sie auch nicht. Also ich muss mich dran gewöhnen. Auf jeden Fall hat die bei Primark nur 5 Euro gekostet und ich wollte mir schon bei Zara eine kaufen, aber die hat 16 Euro gekostet. Wenn sie einem steht, ist es auch echt ein guter Preis für diese Mütze. Aber da ich mir so unsicher war, habe ich mir die jetzt mitgenommen und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr meinen neuen Job findet oder wie gut mir diese Mütze steht. So Leute, und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Sonnenbrillen, die ich mir mitgenommen habe. Und das ist einmal diese hier. Ja, sie ist ein bisschen außergewöhnlich, aber ich dachte mir, man muss sich ja auch mal was trauen. Ne? Nicht immer alle die gleichen Sonnenbrillen tragen. Die gute hat 4 Euro gekostet. Jetzt mache ich mal ein bisschen schneller, weil Gottes Willen. Und diese hier. Die fand ich auch noch richtig stylisch. Ich weiß, im Video sieht es nicht immer so cool aus wie in echt. Hat Spaß. Auf jeden Fall, die hat auch 4 Euro gekostet. Und ja, absolut meine Favoriten. So Leute, das war's mit meiner XXL Try-On Fashion Haul. Und im Anschluss werde ich jetzt direkt die nächsten Klamotten euch präsentieren. Also ihr denkt bestimmt, ich habe so einen harten Schuss. Aber egal, also wundert euch nicht, wenn ich gleich in diesen nächste Woche das gleiche anhabe. Weil ich habe jetzt keinen Bock, mich umzuziehen und ja, also ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir gerne wieder einen fetten Daumen nach oben da und ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag und dann sehen wir uns zu Teil 2 nächste Woche. Mua. Ach, viel gut.